Moinsens, Schnaxel hier. Ich bin heute mal wieder am Rhein unterwegs und man sieht schon, es regnet und ich bin wieder hier in meinem schönen Regenspot mit diesem Brückendach am guten alten Hafen unterwegs. Und ja, heute geben wir uns mal überhaupt nicht viel Mühe. Ich habe mir die letzten Male beim Angeln mit der Fiederroute und so viel Mühe gegeben, das machen wir heute nicht. Ich habe hier zwei Routen, beides Grundrouten, beide auf Pieper, dass ich die von überall hören kann. Und da habe ich hier auf der ersten, das ist so eine schwerere Raubfischroute, einfach nur mit 0,50er Fluoroschlagschnur und dicker Hauptschnur eine Laufmontage, hier mit so einem kleinen Betongewicht, starken Wirbel. Dann habe ich hier so eine richtig fette Grundel aufgezogen auf einen Drilling mit Stahlvorfach. Stahlvorfach einfach nur wegen Hafenbecken, sind viele Hechte drin, genauso wie Altwasser und sowas. Am richtigen Hauptstrom fische ich ja auch mal mit dickem Fluoro auf Raubfisch, aber ja, überall, wo so langsame Strömung ist, Pflanzen, Stillwasser, Hafenbecken, da kommt immer Stahlvorfach rauf bei Köderfischen. Und die Route werde ich einfach nur hier mitten ins Becken reinfeuern und hoffen, dass irgendwie was Dickes beißt. Wir bleiben über Nacht. Also meine Freundin ist diesmal dabei und unser Hund ist auch dabei. Dafür ist der Spot auch sehr, sehr entspannt, wo man nicht nass wird. Ne? Weil eine Freundin wird nicht gern nass und ein Hund stinkt voll nach Scheiße, wenn er nass wird. Deswegen sehr, sehr guter Platz. Und ja, auf der zweiten Route, da habe ich gerade eben einfach meine Fiederroute genommen. Die hat auch noch, die hat 2,5 Meter Schlagschnur drauf. Und dann kommt halt ein Verbindungsknoten mit zwei Stoppern, die ich da hochgeschoben habe. Das heißt, die Montage ist nur 2,5 Meter Laufmontage. Dann kommt ein Wirbel und ein Stahlvorfach mit einem Riderhaken. Und da haben wir eine ganz kleine Grundel drauf. Mit der fischen wir hauptsächlich auf Zander. Auf die große Grundel erhoffe ich mir irgendwie so einen kleinen bis mittleren Wels hier mitten aus dem Becken. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Irgendwie so ein 80er, 90er Wels. Aber ich nehme natürlich auch gerne Zander, Hecht, Barsch, was auch immer. Und ja, ich würde sagen, ich hau mal die Ruten rein und dann hoffen wir, dass was beißt. Und Köderfischangeln, Leute, ist so entspannt. Wenn ich das vergleiche mit Futterkorb, 15 Mal auf den Platz werfen, dann alle 5 Minuten neu werfen. Alles Mögliche kann da rumknabbern. Wir kloppen die Dinger einfach rein und warten noch ein bisschen. Das wird geil. Also das ging ja sehr, sehr schnell mit dem Ruten aufbauen. Und das ist auch schon irgendwie 2 Stunden her gefühlt. Aber bevor es ein Bierchen gibt, gibt es erstmal schönen Kaffee. So entspannt mit dem Wasserkocher direkt am Angelplatz, ne? Schon geil. Leute, viel passiert, ist noch nicht an den Köderfischruten und viel mit Montageknoten und so mache ich auch nicht. Deswegen gibt es den klassischen Bierclip. Und jetzt hoffen wir mal, dass ein Biss noch kommt. Ich musste meine Montage, die nur 1,5, 2,5 Meter Freilauf war, doch mal neu binden. Die habe ich gerade eben abgerissen. Und jetzt geht dieselbe Montage wieder rein, aber komplett als Laufmontage. Und die holze ich jetzt einfach auch, soweit ich kann, hier raus. Mitten ins Becken rein und schau mal, ob da was geht. Also die Rute liegt drin, Leute, ne? Die ist am Fischen. Aber ich bin hier jetzt die ganze Zeit so ein scheiß Perückenknoten am Auffummeln. Ich bin jetzt schon recht weit. Aber irgendwann geht es da manchmal nicht mehr weiter. Ich hoffe mal, ich kriege das Ding auf. Ich habe gar keinen Bock hier jetzt 50 Meter Schnur abzuschneiden und dann Verbindungsknoten reinzuballern. Immer an irgendwelchen Schlaufen so leicht ziehen, ohne was festzuziehen. Und manchmal ist das die, an der man ziehen muss. Das ist immer so meine Devise. Die hier kriege ich nicht durchgezogen. Wenn ich sie ziehen kann, die ziehe ich nur fest. Aber ich fummel jetzt noch ein bisschen rum. Ich berichte mal, ob ich das gepackt habe oder das abschneiden musste. Leute, wisst ihr, wo noch das hier aussieht? Das sieht aus nach der letzten Schlaufe, die ich aufziehen muss. Oh nee, jetzt ist da noch eine Schlaufe drin und die kriege ich nicht auf, oder was? Okay, Leute, die Schlaufe zieht sich doch auf. Bisschen nass gemacht, damit sich das nicht kaputt zieht. Zack. Oh, Viertelstunde hat es gedauert, aber wir haben es geschafft. Mein Kumpel Thorsten ist gerade noch da. Ist ein bisschen Köderfischer am Stippen, hat mir gerade eben schon eine schöne Laube gefangen. Und jetzt den Eumel hier, Leute. Schaut euch diese fucking Grundel an. Was ein Vieh. Das ist schon mal ziemlich geil. Die geht irgendwann auf Grund auf Wels raus. Ich köde hier gerade diese Monster-Grundel auf so ein Doppeldrilling-System an. Schaut mal, das kam der einfach aus dem Hintern raus. So ganze große Muscheln. Na gut, aber das Teil legen wir über Nacht raus und gucken mal, ob wir auf die Monster-Grundel auch Monster-Raubfisch fangen. Das wäre doch ziemlich geil. Guck mal, Leute. Das hier ist meine mordsmäßig fette Kessler-Grundel, die ich mir über Nacht mitgenommen habe.
Und das hier ist das Vieh, was der Thorsten gefangen hat, was ich jetzt über Nacht reinwerfen werde. Schön Doppeldrilling auf Stahl. Oh, das muss mir doch eigentlich irgendwie einen kleinen Wels oder einen dicken Hecht im Morgen oder so bringen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, das rauszuwerfen. An der Fiederrute liegt jetzt eine mittelgroße Grundel auf diesem Stahlvorfach mit Zwillingshaken. Recht ufernah auf Grund, auf dem Pieper. Und an der Raubfischrute kommt jetzt diese monströse, sehr monströse 17,5 cm Grundel an einem Doppeldrilling-System, habe ich ja gerade eben schon mal gezeigt. Einfach auch auf Grund, auf dem Pieper, Laufbleimontage, und die werde ich schon ordentlich weit reinwerfen. Boah, und dann werden wir gleich mal alle drei, Luna, Freundin, also Luna ist der Hund, Hund, Freundin und ich, im Auto schlafen gehen und hoffen, dass uns irgendwie so ein richtig, richtig lauter Pieper weckt über Nacht. Ich hau jetzt mal mit ordentlich Licht, dann könnt ihr vielleicht sogar irgendwas sehen. Hau ich jetzt mal hier mein monströses Grundelchen ins Wasser. Doppeldrilling-Montage. Ich hoffe ja auf einen Wels von circa 90 cm oder sowas. Das wäre super geil. Großen Zander würde ich mich auch sehr freuen. Oder keine Ahnung was. Irgendwie schönen Hecht morgens oder ja, einen dicken Rapfen. Was auch immer. Ich fände es super geil, irgendwas Geiles zu fangen damit. Und entweder sehen wir uns, wenn wir genau das tun, oder morgen früh. Beim Kaffee. Moinsens, Leute. Ja, einen Fisch haben wir noch nicht gefangen. Vielleicht kommt ja noch einer jetzt in den Morgenstunden. Ich habe zweimal über Nacht die Routen neu gemacht. Einmal hat es gepiept. Es war so stürmisch, dass einfach die Routen von den Piepern gefallen sind. Und dabei hat es ein bisschen gepiept. Dann bin ich aufgestanden, habe gesehen, okay, Routen liegen beide auf dem Boden. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich war 10 Sekunden draußen, ich war klatschnass. Also zum Glück hatte ich noch ein paar Klamotten im Auto. Weil als ich die Routen wieder auf dem Pieper drauf hatte, ja, war ich bis auf die Haut nass gewesen. Selbst hier unter meiner Brücke. Also das war schon sehr, sehr wild. Zum Glück war das heute kein Nachtangeln mit Hängematte oder Feldbett. Das wäre richtig ungemütlich gewesen. Aber ja, Luna hat ja schon mal ein Frühstück bekommen. Die frisst hier gerade so einen Lammfuß. Die ist beschäftigt. Und die große Grundel habe ich gerade eben mal hier vor dieses rote Bötchen nah dran geworfen. Da ist auch irgendwie das Gewicht abgefallen. Ist der Wirbel kaputt gegangen, die ich in die Gewichte reinmache. Diese Wirbel, die sind immer recht dünn und die rosten durch. Schlechte Qualität, deswegen benutze ich sie für Gewichte. Und hier drüben das Teil habe ich richtig weit raus hier irgendwo neben das Boot geworfen. Beide Grundeln sehen auch perfekt aus. Also nicht mal irgendwelche Krabben waren da dran. Ich glaube, Krabben gehen lieber an gefrorene Grundeln, weil die gestern Abend waren richtig aufgefressen. Ah, da verliere ich ein bisschen den Hut. Und ja, ich würde sagen, wir warten jetzt mal, ob noch am Morgen was beißt. Kaffee trinken, ganz entspannt. Ein Fisch hat immer noch nicht gebissen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Uhr es ist. Mein Handy ist ein bisschen leer. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz früh am Morgen. Ich weiß nicht, wollen heute nicht so wirklich. Und ich wollte eigentlich zum Frühstück Backfischbrötchen machen. Wir haben jetzt nur keinen Fisch. Wir werden aber trotzdem uns Backfischbrötchen machen. Nur, dass wir halt den Fisch ein bisschen ersetzen müssen. Und zwar waren wir gestern auf dem Weg noch so ein bisschen unterwegs gewesen und haben ein paar wunderschöne Parasole gefunden. Und von denen habe ich mir jetzt hier einmal durchgeschnitten. Ich denke mal, das ist jeweils eine gute Portion für ein Brötchen. Und die werden wir jetzt schön hier panieren mit Ei und Panko-Mehl. Wenn wir die schön ausbraten, dann machen wir uns unser Backfischbrötchen halt mit Backpilz. Ist, glaube ich, auch ganz geil. Ich mache das auch einfach ganz genau, wie ich das mit einem Fisch jetzt gemacht hätte. Kommt hier so ein bisschen von meinem Fischgewürz. Das habe ich irgendwann selber gemischt. Bisschen Paprika, Kräuter, Pfeffer, Salz und so ist da drin. Kommt hier in das Ei rein. Dann rühren wir das so ein bisschen da rein. Dann hoffe ich mal, dass zwei Eier reichen für die Parasole. Die fressen das Ei immer so richtig auf mit ihren Lamellen. Aber wird schon passen. Da gibt's ein Schlückchen Kaffee zwischendurch. Und dann gehen die Pilze rein. Lamellen nach unten, die können sich dann so richtig mit Ei vollsaugen. Zack. Die zweite auch noch.
Dann schüttle ich das hier so ein bisschen. Ja, und ich werde ihn jetzt panieren, Leute. Ihr wisst, wie man irgendwas paniert. Ne? Erst hier drin wenden, dann mache ich direkt Panko-Mehl, weil ich zu faul bin, jetzt noch Mehl da zuerst eine Schicht zu machen. Und es wird schon halten, diese Pilze, die nehmen sowas ganz gut auf. Pilze sind fertig paniert und die braten wir heute mal in veganer Butter. Vegane Butter. Nicht, weil ich Veganer bin, sondern weil ich gerne irgendwelche Sachen ausprobiere. Und Leute, es schimpfen immer alle über Kormorane und dies und das. Aber wisst ihr was? Viehhaltung ist auch schlimm für unsere Gewässer und kein Juckt's. Deswegen gibt's heute mal vegane Butter. Rein mit dir. Geht gar nicht ab hier. Mensch. Aber ich bin mal gespannt, wie das schmeckt, so Braten in veganer Butter. Vielleicht ist das ja voll geil. Ich habe mal den schönen Windschutz ausgepackt. Sau windig gerade. Und jetzt schauen wir mal, wie man mit veganer Butter braten kann. Irgendwie ist das ein bisschen... Ich weiß nicht, Leute, findet ihr sowas auch spannend? Als hätte ich einen Fisch gefangen, den ich noch nie gegessen habe. Voll geil. Sieht auf jeden Fall anders aus wie normale Butter. Müsste ja eigentlich genau dasselbe sein wie die Margarine. Schmeckt aber ein bisschen anders. Vielleicht haben die irgendwie so künstliches Butteraroma oder was reingetan. Was weiß ich. Aber ich bin mal gespannt. Ich meine, was juckt mich das, ob da eine Kuh für gemolken wurde oder nicht, wenn es genauso schmeckt, ne? Butter ist, glaube ich, eh nicht so gesund. Oder ist das gesund? Scheißegal. Erster Panko-Pilz geht rein. Oh ja. Yeah. Zweiter Panko-Pilz geht auch rein. Aua. Und jetzt putzen wir die mal, bis die schön goldenbraun sind. Also hier ein, zwei Stellen sind noch nicht ganz knusprig. Ich brutzel noch ein bisschen drauf rum. Aber mir kann auch keiner erzählen, dass das nicht voll geil aussieht. Boah, und es riecht auch verdammt gut. Puh, Leute, geil. Unsere wunderschönen Pilzfilets. Gehen jetzt mal hier auf so vorbereitete Brötchen mit bisschen Tomate, Gurke, Frischkäse, Käse und so obendrauf. Fallen hoffentlich nicht runter, jeez. Nummer 1. Und Nummer 2. Ach, sieht doch geil aus, Leute, oder? Und das nicht mal voll die geilen Frühstücksbrötchen sind. Hammermäßig. Na gut, ich berichte gleich mal, wie es geschmeckt hat. Wir sagen guten Appetit. Leute, dieses Brötchen ist so geil. Ich meine, Panko-Mehl ist sowieso schon geil, aber diese vegane Butter, ich nehme die nochmal zum Braten. Die war richtig gut. Oder ist richtig gut. Und generell fast tatsächlich einen Fisch gefangen. Richtig gut, Leute. Ich esse mal weiter. Vielleicht kommt ja noch ein Einpackfisch gleich. Und ja, wir sehen uns nach dem Einpacken. Oder bei einem Fisch. Meine mitgebrachte gefrorene Riesengrundel brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt die Riesengrundel von Thorsten, die noch wunderbar aussieht. Und da friere ich die nicht nochmal ein. Die kann mein Hund fressen, wenn er schon mal den ganzen Tag mit dabei war. Luna, komm mal, Fisch. Komm hoch. Ja, ist das gut? Freunde, kurzer Spotwechsel. Ich habe ein bisschen vergessen, da beim Hafen einen Endclip aufzunehmen. Jetzt bin ich hier gerade im übelsten Regen an meinen Nebengewässer tümpeln. Und es kommt auch gerade ein dicker Sturm. Ich haue hier jetzt mal wieder ab. Ich habe nur kurz angefüttert. Morgen will ich nämlich nochmal einen letzten richtigen Versuch auf Schleie und Rheinkarpfen starten mit der Fiederroute. Morgens ankommen, werfen, werfen, werfen. Ich habe mir einen ganzen Liter Maden geholt, ich habe richtig Bock. Aber hier wird es gerade richtig ungemütlich. Ich hau jetzt ab. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Auch wenn wir nichts gefangen haben, gewöhnt euch schon mal ein bisschen dran, dass wir im Winter oft so aussehen, dass ich mich irgendwo entspannt hin auch Köderfische reinwerfe und nichts passiert. Aber bis dahin kriegen wir hoffentlich morgen endlich dieses Burger-Projekt fertig. Und dann gibt es jetzt mal einen schönen Fischburger dazu oder sowas. Und ja, Leute, haut da rein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und hoffentlich bei einer monströsen Schleie, Leute. Bis dann.